Für die Rituale waren auch die Brahmanen zuständig, dass sie halt die Energie des Universums herunterleiten und dann unter den Menschen verteilen. Und die waren auch für gewisse, naja, Visualisation oder für das Formen der Realität der Menschen zuständig. Das heißt, sie haben eine möglichst gute Realität den Menschen geformt, damit sich die anderen Kasten weiterentwickeln konnten. Und dann gibt es auch noch einen interessanten Vergleich mit dem menschlichen Körper. Shudra sind wie die Beine des Körpers. Sie tragen quasi hier, wenn man das mit der Gesellschaft vergleicht, die Shudras tragen die Gesellschaft. Vaishu ist quasi die Ernährer, Varna, das ist der Bauch des Körpers. Kshatriya sind die Arme, die den Körper verteidigen. Und Brahmanen ist der Kopf, der quasi lenkt und Entscheidungen trifft. Weil die Kshatriyas haben natürlich auch auf die Brahmanen gehört, was sich auch sehr positiv auf die ganze Staatsführung sich ausgewirkt hat. Und so muss man sollte man eine gesunde Gesellschaft aufbauen. Und das heißt, es war nicht nur hier auf dem Planeten mal so der Fall, dass man nach diesen Prinzipien gelebt hat, sondern das ist ein natürliches Prinzip für alle Planeten und für das ganze Universum. Und wo es einigermaßen gute Zustände herrschen auf den Planeten, dort herrscht auch dieses Prinzip dieser Varnas. Und gewisse Kräfte auf der Erde haben ja hier das Ganze durchgemischt, quasi, so dass die Menschen jetzt keine speziell gelbe oder keine grüne oder eine schöne blaue oder sonst eine Aura haben. Das haben die wenigsten. Die meisten haben irgendwie so eine gräuliche Aura und haben auch so einen gewissen Lebensstil, der irgendwie aus dem Blickwinkel der Spiritualität so eher grau ist, unscheinbar ist, so das klassische Hamsterradleben, ohne gewisse höhere Ziele, ohne viel an Ethik oder Moral zu denken. Das ist auch der Zustand des Kali-Yuga, in dem wir uns befinden. Also das Universum bzw. unser Sonnensystem, bei dem gibt es ja auch sowas wie Tag und Nacht hier auf unserer Erde. Und gewissen vedischen Meistern oder Lehrern nach herrscht zurzeit die Kali-Yuga, das eiserne Zeitalter, das Zeitalter des Verfalls, der Lüge und Täuschung.